Was wir früher noch in den guten alten Bananenkartons scharenweise mit von den Messen gebracht haben, ist heute Bestandteil im voll digitalen Sales Funnel. Und wir reden über die Lead-Generierung, die Informationen über eine erhöhte Verkaufschance, die wir erhalten, wenn wir gut sind in Marketingaktivitäten. Und die Frage, die sich ganz oft stellt, ist, was kostet denn eigentlich so ein B2B-Lead? Und genau die wollen wir mal sehr einfach in dem Video beantworten und deswegen sehen wir uns nach dem Intro. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Und wenn du die Trends-Videos hier im Channel gesehen hast, dann weißt du, dass aus Marketing und Verkauf eins geworden ist. Und das schon sehr lange und das ist auch gut so. Jedoch stellen wir immer wieder fest in den Unternehmensbegleitungen, in den Projekten, dass diese Schnittstelle nicht vorhanden ist. Marketing ist da, Verkauf ist da, gesprochen wird wenig. Und genau aus diesem Grund ist das ein sehr spannendes Thema, welches wir immer wieder beleuchten, jetzt auch hier mit dir. Denn die B2B-Lead-Generierung ist Teil des Marketings, aber extrem wichtig für den gesamten Kundenprozess. Und vorausgesetzt ist hier natürlich immer, dass wir den Kunden von heute verstehen, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz wählen und dass wir wirklich ja, nutzenorientiert mit einer Customer Experience, mit einem Kundenerlebnis das Ganze begleiten wollen. Und deswegen heute das Video. Ein B2B-Lead, nochmal um es zu definieren, ist eine Information über eine erhöhte Verkaufsmöglichkeit, über eine erhöhte Verkaufschance. Das heißt, du erhältst Daten von einem anderen Unternehmen, B2B, Business to Business. Und das ist typischerweise Unternehmensname, Ansprechpartner, Funktion des Ansprechpartners, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. So in der Art kann es aussehen. Es gibt natürlich viele weitere Kriterien, doch hier musst du immer aufpassen, umso mehr du abfragst, umso weniger Leads bekommst du, weil immer wieder eine Hürde dazukommt. Und dass das Ganze datenrechtlich geschützt sein muss, ist selbstklärend hier in unserem schönen Land. Deswegen möchte ich da gar nicht so tief reingehen. Ich habe gleich noch einen Verweis am Ende des Videos, der sehr spannend ist. Bevor wir da in die erweiterte Content-Funktion einsteigen, gibt es mal eine ganz einfache Betrachtungsweise mit den sogenannten Band-Kriterien, die dir im Verkauf auch helfen können, deine durch das Marketing generierten Leads optimalerweise, sondern optimal aufzunehmen und in den Kundenprozess einzusteigen. Wir schauen uns die mal an. Das B steht für Budget. Authority, Need und am Ende Time. Also, was ist damit gemeint? Wir sprechen über das vorhandene Budget in dem Unternehmen, entweder vollautomatisch im Marketing abgefragt oder dann für uns im Verkauf die Aufgabe, das rauszufiltern. Hier sind wir auch schon in der strategischen Marktbearbeitung, wir sprechen über Potenziale, wir sprechen über Möglichkeiten, die wir gemeinsam mit dem Kunden haben. Das Thema der Autorität bedeutet, ist er entscheidungsfähig, ist deine Ansprechpartnerin entscheidungsfähig oder entscheidet sie mit mehreren zusammen, gibt es ein Buying Center? Beispiel, ich habe Kontakt zu einer Vertriebsleiterin und sie wird wahrscheinlich mit der Trainingsidee nochmal zum Geschäftsführer gehen. Dann ist eine weitere Person am Entscheidungsprozess beteiligt. Das ist dieses Thema Autorität. Need bedeutet, brauchen diese Unternehmen gerade das Produkt oder die Dienstleistung oder das Serviceangebot? Also ist da ein grundsätzlicher Need vorhanden? Also brauchen die das? Und Time ist, wann brauchen die das? Ne? Brauchen die das morgen oder brauchen die das in 5 Jahren? Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen guten Job gemacht im Marketing. Wir bekommen eine E-Mail, weil sich jemand bei uns eingetragen hat. Und das ist dann die Silke Meier, die beim Unternehmen XYZ Maschinenbau Automobilzulieferer unterwegs ist. Und wir wissen, in der Budgetgröße hat sie angegeben 2000 Euro pro Mitarbeiter. Die Mitarbeiteranzahl finden wir auf der Seite. Es gibt nämlich 80 Verkäufer im Außendienst und es gibt nochmal 25 im Innendienst.
Und ja, 105 mal diese 2000 Euro pro Nase sind danach Adam Riesling 210.000 Euro. Das Ganze ist schon sehr in ein Bedürfnis übergegangen, also aus einem Bedarf. Ich könnte mal meine Leute schulen, trainieren, zu besseren Verkäufern machen, ist ein echtes Bedürfnis geworden, denn sie haben sich ja eingetragen und die wissen auch schon, dass sie jetzt nach der ganzen schwierigen Zeit irgendwie im September 2021 diese Qualifizierungsmaßnahme starten möchten, am besten breit angelegt über 12 bis 18 Monate. Also wenn ich so einen Lead habe, mit dieser Qualität, mit dieser Qualifizierung dahinterliegend, dann habe ich eine sehr hohe Wertigkeit. Und das ist genau das, was diese vier Bereiche hier machen. Die geben dir ein Bild der Wertigkeit. Und wenn wir den Staffelstab übernehmen, wie gesagt, wir reden über Marketing und Verkauf und nicht mehr das eine und das andere, dann sollten wir erstmal die Informationen aufnehmen, die wir bekommen haben, diese dementsprechend verarbeiten und dann natürlich nochmal in dem persönlichen Kontakt überprüfen. Wir werden ja auf dieses Lead, auf diesen Lead zugehen, wir werden telefonieren, wir werden eine erste E-Mail schreiben, wir werden ein Online-Meeting vereinbaren, aber irgendwie kommen wir in diesen menschlichen Kontaktaustausch und da kann ich dir empfehlen, nimm mal diese Punkte mit. Wahrscheinlich gehst du jetzt nicht rein und sagst, Mensch, Frau Meier, schön, dass ich Sie erreiche, sagen Sie, wie hoch ist denn jetzt Ihr Budget aktuell? Du baust das natürlich ein bisschen anders auf, aber die Kenngrößen im Hintergrund, die solltest du vielleicht auf einem Vorbereitungsbogen mal haben, damit du das im Telefonat ausfüllen kannst. Wo geht es hin potenzialtechnisch? Es gibt für die Potenzialbetrachtung und damit verbunden fürs Budget auch immer 3, 4 intelligente Fragen, wie du das filtern kannst, ohne zu sagen, habt ihr Kohle? Autorität bedeutet, wer ist denn noch am Entscheidungsprozess beteiligt? Wann werdet ihr entscheiden? Wie ist das weitere Vorgehen? Fragestellungen, die wir kennen aus dem Verkaufsgespräch. Need kannst du verstärken, indem du Nutzen präsentierst. Nutzen deiner Dienstleistung, Nutzen deiner Produkte. Und die zeitliche Prämisse spielt immer eine Rolle, wenn wir über verbindliche Prozesse sprechen. Das heißt, all diese Punkte, die hier in dieser Marketing-Thematik drinstecken, kannst du im Verkauf 1:1 adaptieren und für dich individuell die richtige Reihenfolge bilden, um deinen Kunden maximal verbindlich abzuholen. Also echt sehr, sehr cool. Es kann sein, dass du Leadkosten, um mal die Frage des Videos zu beantworten, in Höhe von 22 Euro hast. Es kann auch sein, dass die bis über 4.000 Euro gehen. Wichtig ist die Betrachtungsweise. Und jetzt mal bitte, ganz einfach. Aus MQL wird SQL wird Customer. Nein, keine Programmiersprache. MQL steht für Marketing Qualified Lead. SQL für Sales Qualified Lead. Und der Unterschied ist im Prinzip, jemand hat sich online, digital irgendwo eingetragen, weil er was von dir gesehen hat, weil du ihm ein gutes Angebot gemacht hast für gib mir deine E-Mail-Adresse und ich gebe dir Content. Und jetzt nurturest du diesen Lead, um es neudeutsch zu sagen, du pflegst diesen Lead, du baust diesen Lead aus und gibst ihm im Cross-Posting Möglichkeiten, andere Formate auszuwählen, weitere Themen auszuwählen. Du kommst von einem breiten Thema, wirst immer spitzer etc. pp., und irgendwann übergibst du an den Sales und der qualifiziert das Ganze vielleicht am Telefon. Dann wird es ein Sales Qualified Lead, weil ich habe festgestellt, dass die Frau Meier die wahrheitsgemäßen Angaben gemacht hat, indem ich halt intelligent und offen in ein erstes Gespräch reingegangen bin. Im Folgemeeting, das wir übrigens online stattfinden lassen, klären wir die weiteren Punkte. Dann sind wir bei einem Sales Qualified Lead und wenn ich den Prozess natürlich dann weitere Anglizismen im Sales Funnel weiter fortführe und das gut mache, dann habe ich einen glücklichen Kunden am Ende des Tages. Und diese Betrachtungsweise ist bitte sehr, sehr, sehr Eine Minute, 37 Sekunden später. Einfach ist das Wort, was ich suchte. Eine sehr, sehr vereinfachte Darstellungsform dieser komplexen Prozesse. Wenn jetzt irgendwie ein Marketingverantwortlicher dieses Video sieht, dann sagt er, du bist aber ganz oben an der Wasseroberfläche unterwegs. Ja, ich weiß, wir können später gerne noch tief tauchen. Nur hier geht es erstmal darum zu verstehen,
was mache ich im Verkauf mit diesen gewonnenen Informationen, wie setze ich die wirklich kundenorientiert um und setze einen verbindlichen Prozess in Gang, denn das ist der Staffelstab, der berühmte, der oft fehlt, wenn ich Unternehmen begleiten darf, wo ich sehe, okay, da müssen wir noch echt viel machen, dass das eine Einheit wird. Die Empfehlung, wie versprochen, unser Kooperationspartner contentmanager.de hat dazu einen Artikel geschrieben, der ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ein bisschen tiefer taucht und der ist hier unter dem Video einmal verlinkt. Also schau dir das an, du hast da eine coole Möglichkeit, mal alle fixen und variablen Kosten in einer Excel-Kalkulation hin und her zu bewegen, einzutragen, für dich individuell mal zu schauen, was kostet denn jetzt so ein B2B-Lead eigentlich bei uns im Unternehmen. Bist du da eher bei den 22 Euro oder tendenziell über den 4.000? Ich habe mal das Ergebnis des Artikels zusammenfassend hier. Da wird natürlich unterschieden zwischen diesem Marketing-Qualified und Sales-Qualified und dann halt auch nochmal die Prioritäten, welche kannst du richtig gut benutzen, was sind so die Top-Leads, welche sind gut und welche sind halt nicht zu gebrauchen, die gibt es ja auch. Und dann kommst du auf teilweise diese 4.000 Euro pro Top-Lead oder auf 694,25 Euro beispielhaft für einen verwertbaren Lead. Allgemein lässt sich hier festhalten, bei 1.200 Leads, die generiert werden sollten, entstehen Gesamtkosten von über 60.000 Euro. Nur hier sind so viele Dinge noch drin, die du dir anschauen solltest oder anschauen kannst, die sehr individuell sind. Also die Leadkosten liegen hier bei durchschnittlich 50 Euro und 33 Cent. Wenn wir Messetrainings machen, wie schnell errechnen wir für eine halbe Stunde Messegespräch mal 350 Euro, 400 Euro an Kosten, die die gesamte Messe in der Vollkostenrechnung dann dementsprechend runtergebrochen auf die Gesprächszeit produziert. Und das weißt du genauso gut wie ich. Am Ende sollte halt das, was in der Potenzialbetrachtung mit deinem Kunden entsteht, der Wert des Umsatzes, des Gewinns, größer sein als das, was du an Kosten da reingesteckt hast. Ich habe einen Top-Lead akquiriert oder generiert, besser gesagt, für 8.000 Euro und der hat mir dann irgendwie zwei Bratwürste abgekauft. Ja, herzlichen Glückwunsch, irgendwas hast du dann falsch gemacht, ist logisch. Da muss natürlich der Wert viel höher sein dem letztendlichen, was du vorher reingekippt hast in diesen ganzen Prozess. Ich hoffe, dass ich dir hier ein gutes Bild gegeben habe. Vor allem nochmal, nimm dir diese Kriterien mal mit. Guck mal, ob du die immer prüfst in dem persönlichen Kontakt im Verkaufsprozess. Und ansonsten findet ihr alles weitere und 1000 Themen mehr bei contentmanager.de. Eine geniale Seite. Schaut euch da mal ein bisschen um. Von mir war es das an der Stelle. Ich wünsche dir wie immer nur das Beste und freue mich aufs nächste Video. Dann sehen wir uns. Bis dann, dein Robert. Ciao.